Hallo ihr Lieben, heute vom kleinen ABC in der Küche ein kurzes Video, damit ihr vom TM5 und auch vom TM6 den Regler selbst reinigen könnt. Ich bekomme ab und zu mal von euch die Anfrage, was kann ich tun, wenn bei mir Flüssigkeiten ausgelaufen sind, sollte mal was übergekocht sein, habt ihr wegen rumgeschweinert. Und dann geht es um diesen Regler, da wo hier dahinter vielleicht ein Schmutz ist, Feuchtigkeit dahinter gekommen ist, wie auch immer. Und bei manchen klemmt dieser Regler dann natürlich auch sehr. Und damit ihr denn das Gerät nicht einschicken müsst, dann möchte ich euch hier zeigen, wie ihr das Ganze selbst beheben könnt. Ihr nehmt einfach nur zwei Löffel. Auf beiden Seiten des Reglers tut ihr mit diesem Löffelstiel hier einfach etwas unter den Regler hebeln und tut das versuchen leicht auszuhebeln. Das geht ganz einfach. Ihr müsst bloß das Gefühl voll praktisch etwas aushebeln und dann springt auch schon der Regelknopf herunter. Gleich mal zum Anschauen für euch, wie das da dahinter aussieht. Es sind ja wirklich tatsächlich Brösel dahinter, klebt dahinter. Kommt immer darauf an, was euch passiert ist. Aber das ist natürlich auch eine ganz normale Verschmutzung letzten Endes. Ja, und das Ganze wird jetzt gereinigt mit einem Ziva, mit einem Wattestäbchen, wenn er nicht richtig da dahinter kommt. Ihr bitte auch den Regelknopf mit reinigen. Ihr seht, auch da sind oftmals irgendwelche Reste, Brösel drinnen. Also das Ganze könnt ihr jetzt auch schön sauber machen. Und dann setzen wir den Regelknopf wieder auf. Beim Inneren des Reglers kann man hier auch mal mit so einem Schaschlikspieß zum Beispiel reingehen oder einem Zahnstocher, sollte da irgendetwas drinnen sein. Also hier seht ihr das sehr schön, der Regler ist wieder sauber, hier natürlich auch das, was am Gerät ist. Und jetzt nehmt ihr den Regler und jetzt dreht er das hier ein bisschen drauf, damit ihr seht, wo schnackelt er ein. Und dann tut er das einfach wieder, das merkt er dann schon, wenn ihr die richtige Stelle erwischt habt. Und jetzt tut er das einfach nur drauf drücken. Und dann funktioniert das alles auch wieder problemlos. Nach dem Aufsetzen des Reglers, wenn ihr den wieder reingetan habt, tut es dann aber mal drehen dran. Der schnackelt mal so ganz kurz, damit das Ganze auch dann wieder in Bewegung gesetzt werden kann. Hier beim TM6 das gleiche Problem. Auch da, der Regelknopf hat bloß, der liegt einfach anders an. Der hat eine kleine andere Form. Ihr geht ebenfalls hier wieder mit die Löffel da dahinter und dann versucht ihr den hier wieder etwas auszuhebeln. Schön gefühlvoll, geht nicht aufs Display drauf, das macht er wirklich von unten nach oben, ja, und dann schnackelt er hier schon runter. Fast. Wunderbar, auch der ist jetzt hier schön runtergekommen. Wenn wir hier mal da dahinter schauen, ihr seht, das ist wirklich ganz normal letzten Endes, dass hier das Gebrösel alles dahinter ist. Bloß wenn der Knopf dann natürlich mal hängt, straffer geht, wo du sagst, Mensch, das Ding ist einfach verklebt. Also dann könnt ihr euch mit diesem Trick das Ganze hier selbst gleich reparieren. Auch da wieder Ziva nehmen, hier dahinter gehen. Schön ringsherum sauber machen. So, fertig ist das Ganze. Die Regler sind wieder sauber. Eure Regelknöpfe funktionieren wieder problemlos. Und ich hoffe, ich konnte euch einen Tipp geben, um dieses kleine Problem hier gleich selbst zu lösen, damit ihr euer Gerät nicht erst einschicken müsst. Wäre schade darum. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, dann bestimmt wieder mit Rezepten. Ciao, eure Carmen vom kleinen ABC in der Küche.